mit Matthias Medner. Ja, wilde Zeiten liegen vor uns, oder besser gesagt, auf uns wartet eine wilde Stunde. Denn wir haben Besuch von zwei charmanten, stimmgewaltigen Powerfrauen. Anita und Alexandra Hofmann sind bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, wir freuen uns auch, dass wir hier sind. Morgen. Morgen, das kann man, glaube ich, noch sagen, so kurz nach 11. Grad noch. Ja, wir reden über euer neues Album, heißt Wilde Zeiten. Und wir reden natürlich auch über diese verrückten Corona-Wochen, die da hinter uns liegen. Warum barfuß auf Balkonien? War das Zufall, weil ihr einfach gedacht habt, könnte man mal schreiben? Oder hatte das wirklich schon was mit Corona zu tun, weil ja eben viele dieses Jahr auf Balkonien Urlaub machen müssen? Ja, das hat natürlich jetzt genau den Nerv der Zeit getroffen, als ich diesen Song geschrieben habe, und freue mich, dass es aufs Album geschafft hat. Ja, ich denke, wir sind dieses Jahr, ja, die meisten werden Urlaub auf Balkonien machen, und ja, das ist so ein kleiner Vorgeschmack schon sein. Also ich war ja mit betroffen, weil ich wäre über Ostern weggeflogen, und wir haben dann Urlaub auf Balkonien gemacht, und Gott sei Dank sind wir ja mit schönstem Wetter, königlichem Wetter bestückt worden. Und ja. Wie war das Ostern auf Balkonien, ja quasi auch Ostern auf Balkonien, barfuß auf Balkonien. Urlaub zu Hause ist aber doch was anderes, oder? Dann klingelt mal das Telefon, dann kommt der Nachbar vorbei, dann muss man doch mal was putzen. Es ist nicht so erholsam wie irgendwo am Strand, oder? Ja klar, ich meine, bei uns zu Hause, das ist Fluch und Segen. Ich meine, wir hatten jetzt das Glück in Corona-Zeit, dass wir uns alle gegenseitig hatten, weil wir sind ja Großfamilie, wir sind ein Haushalt, Anita und ich und Oma und Opa auf dem Grundstück. Der einzige Nachteil war halt in dieser Zeit, dass man sich halt nicht aus dem Weg gehen konnte. Also das war halt zwischendurch dann auch ein bisschen schwierig, aber ansonsten haben wir nicht diese Einsamkeitsprobleme gehabt, die viele andere gerade am Anfang von Corona hatten. Und ihr vertragt euch noch, gab es auch keinen Krach irgendwie? Kann ja auch mal sein, wenn man so eng aufeinander sitzt. Sagen wir mal so, zwischendurch die 1,5 Meter Regel würde nicht schaden, oder? Also ich habe den Urlaub zu Hause auf Balkonien sehr genossen. Ich habe auch viel mit meiner Mutter gemacht. Sie hat auch die Liebe zum Stockbrot hat sie auch gefunden. Und wir hatten sehr, sehr schöne Nachmittage und Abende. Und musikalisch war ja dann doch auch ein bisschen trotz Corona bei euch was los. Ihr habt ein SWR4 Daheimkonzert gespielt. Ihr wart bei Immer wieder sonntags. Es ging dann doch ein bisschen was zumindest mal. Also wir waren ja mitten in Retour. Also wir sind ja praktisch von 100% auf null über Nacht runtergekommen. Aber das sind wir nicht gewohnt. Wir haben ja so viel Energie in uns. Ich meine, wir starben ja, wenn wir gar nichts machen können. Und dann haben wir einfach die Zeit genutzt, um an unserem Album ganz massiv zu arbeiten. Ich glaube, noch nie auf so einem Album so viele Titel selber geschrieben. Wenn ich es richtig gezählt habe, haben wir 8 Titel selber geschrieben. Wir haben die Zeit genutzt, einfach für unsere Fans, weil das ist für uns das Allerhärteste, der Kontakt, dass der zu fehlt. Den Fans. Ja, weil wir sind 32 Jahre auf der Bühne und waren immer auf Hautkontakt mit unseren Fans. Und das ist schon, also wenn es irgendwas gibt an Corona, was ich, kann man so direkt sagen, zum Kotzen finde, ist es eben dieser Kontaktverbot, den wir haben. Und deshalb haben wir ganz viel gebastelt, gemalt, geschrieben, dass wir jetzt wenigstens ein bisschen wilde Zeiten zu unseren Fans nach Hause bringen können. Und ihr habt ein tolles Projekt gemacht, einen Titel auch über Corona, kann man glaube ich sagen, geschrieben zusammen mit den Fans. Wie ist das gelaufen? Im größten Sturm heißt der Titel. Wir haben einen Aufruf gemacht, dass die Fans uns doch bitte ihre Gedanken, Ängste, Wünsche, was sie gerade bewegt, schreiben sollen. Und da haben sie auch ganz zahlreich uns schöne Sachen geschickt. Und gerade wo die ganze Welt zusammengebrochen ist, da hatte ich so das Gefühl, wie wenn der liebe Gott mir einen Stift in die Hand drückt und sagt, schreib, weil das war wie so ein Diktat, das lief wirklich Wahnsinn. Und da war innerhalb kürzester Zeit war dann dieser Text fertig. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass das der erste Song ist, den wir zusammen mit unseren Fans geschrieben haben. Und es sind so viele Textideen übrig, dass wir uns gedacht haben, wenn jetzt mal die CD auf dem Markt ist, machen wir vielleicht noch einen zweiten Song. Und bei diesem Fansong ist noch genial, mit Fans geschrieben, im Kleiderschrank aufgenommen, und das Video haben wir mit dem Handy auf unserem Acker über dem Grundstück gemacht. Also im Kleiderschrank aufgenommen, kein Witz. Kein Witz. Und so auf dem Album gelandet. Ja, genau. Ja, wir konnten ja nicht raus. Unser Produzent ist ein Däne, der dieses Lied mitproduziert hat, und der ist halt in Dänemark gewesen und durfte nicht raus und wir nicht rein. Wir hören mal, ob man das hört, dass es im Kleiderschrank aufgenommen ist, im größten Sturm. Anita und Alexandra Hofmann. Und Anita, du hast auch noch ein bisschen die Zeit genutzt, ein Instrument neu zu lernen. Du hast es dabei. Du darfst es gerne mal, wenn du möchtest, auspacken und ein bisschen spielen gleich nach dem größten Sturm. Ich freue mich drauf.
So, das Instrument ist ausgepackt. Anita, ich hatte es gesagt, die Corona-Zeit wurde genutzt, um ein weiteres Instrument. Das wievielte ist es? Wie viele Instrumente kannst du jetzt insgesamt spielen? Wir spielen zusammen 15. Das wäre jetzt das 16. Das 16. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Instrumente gibt überhaupt. Na, doch, das gibt's. Das Besondere für mich ist, dass ich bisher noch kein Instrument gespielt habe, das man am Lagerfeuer brauchen kann. Trompete will keiner hören, nee. Alphorn, da stehe ich beim Nachbarn. Und jetzt habe ich endlich ein Instrument, wo ich auch spielen kann am Lagerfeuer, das die anderen auch gerne hören. Seit daher gibt es doppelt so viel Stockbrot bei uns daheim. Es brutzelt nur noch bei euch zu Hause. Es ist die Ukulele, also ja. Die kann man auch gut mitnehmen für unterwegs. Ja, eine super. Ganz kleine Gitarre, muss man sich vorstellen. Mit Babygitarre. Eine Babygitarre mit vier Saiten. Was Sie jetzt im Hintergrund hören, es ist zunächst mal der Stuhl, der quietscht, aber jetzt genau. Kommt gleich die Ukulele. Anita Hoffmann live. Ihr könnt gerne auch mitziehen, ja, wenn ihr möchtet. Dann würde ich so machen, pass auf, hier mal eine kleine Ausrüstung. Eine kleine Ausrüstung genau. mit Sonnenbrille und Hawaii-Blümchen. So viele Lieder kann sie noch nicht, Anita. Deshalb spielen wir noch einmal barfuß. Da können alle mitsingen. Und wir ziehen doch jetzt mal die Schuhe aus. Barfuß. Im Livestream kann man das vielleicht sehen. Ich muss jetzt erstmal meine Brille aufziehen, oh mein weil ich Gott. Muss hier eine schöne Sonnenbrille, eine knallgelbe Sonnenbrille. Wenn man Männer auffordert, Schuhe auszuziehen, das mögen sie immer nicht so gerne. Ja, also viele Sachen gleichzeitig geht auch nicht. Okay. So, wie sehe ich aus? Gut. Wir sehen mal, oder? Schlaflose Nächte, das Allerbeste, und wir sind einfach nur wir selbst. Barfuß auf Balkonien, unterm freien Himmelszelt. Auf gar nichts verzichten, erzähl uns Geschichten, zu Hause, das ist für uns. Klingt sehr gut. Wir klatschen Applaus. Anita, ich muss nur die Sonnenbrille wieder absetzen, weil sonst sehe ich euch nicht, weil meine richtige Brille hat dann doch ein bisschen Stärke. So, also Ukulele, das ist fast schon konzerttauglich, würde ich sagen, oder? Das ist schon mehr als Lagerfeuer, in der Tat. Also, das ist eine große Zukunft, glaube ich, die da noch ukulelentechnisch auf dir ruht. So, dann schauen wir mal auf das Album. Wilde Zeiten heißt es. Warum Wilde Zeiten? Was war das Wildeste, was ihr jemals in eurem Leben erlebt habt? Oh Gott, da haben wir ganz viel erlebt. Also ich glaube für mich so das Wildeste, sind meine Jungs jetzt gerade im Moment, Anfang Corona-Zeit mit meinen Jungs, aber zusammen bin ich gezwungen worden, auf einer Bobbahn, auf der Innsbrucker Vierer-Bobbahn zu fahren gegen die jamaikanische Mannschaft. Ich glaube, das war so für mich persönlich so ziemlich das Wildeste. Sei froh, dass du in meinem Team warst. Die Jamaikaner sind natürlich mal wieder nicht unten angekommen. Wobei, die wilden Zeiten haben wir natürlich schon jetzt auf Corona auch bezogen, weil wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass sowas möglich wäre. Und wir möchten einfach jedem auch Mut machen, in dieser Zeit sich wenigstens das rauszupicken, was die Zeit vielleicht an Chancen mit sich bringt. Und Mut, finde ich, macht auch das neue Album, kommt morgen in einer Woche raus, Die wilden Zeiten, weil es sind sehr viele schnelle Titel dabei, also poppiges. Ich hab so das Gefühl gehabt, ihr wolltet so einfach das Corona irgendwie mit guter Laune wegsingen, kann das sein? Ja, wer will das nicht? Was war eine Ballade? Ist nur ein, zwei drauf? Eine Ballade ist nur eine drauf, dann haben wir nur so eine halbe. Und was ganz viel drauf ist, sind einfach auch Themen, die wir jetzt in Corona ganz massiv gelernt haben. Wertschätzung, Dankbarkeit, schön, dass es den anderen gibt, lass uns Party machen. Auch wenn es im Moment nicht geht, dass wir Körperkontakt halten können, aber trotzdem ist man in dieser Zeit auch näher zusammengewachsen. Wir sind alle heiß auf Sommer, wir sind verrückt, wir erleben die wilden Zeiten. Ja, wir haben halt versucht, ein Holiday-at-Home-Paket ein bisschen auch zusammenzustellen, auch mit unserer Fanbox, dass die Leute, die jetzt nicht wegreisen können, trotzdem einen schönen Urlaub haben und vielleicht mit uns den noch ein bisschen mehr genießen können. Wie war das eigentlich bei dir mit deinen zwei Jungs? Du hast sie schon angesprochen, Homeschooling während Corona. Alexandra als Lehrerin, wie muss man sich das vorstellen? Die ersten zwei Wochen waren die Hölle. Ich habe gedacht, ich drehe wohl meine Jungs das erste Mal eingesperrt, keine Freunde sehen, Oma und Opa nicht sehen, völlig überfordert alle. Die haben sich nur gestritten die ersten zwei Wochen. Und dann irgendwann hat man kapiert, okay, das Ding geht länger wie sechs Wochen. Das ist etwas, was jetzt nicht so schnell vorbeigeht. Und dann haben wir einen Vertrag aufgesetzt, knallhart, mit Aufstehzeiten und Haushaltsregeln. Und ich muss sagen,
Das ist irre und dafür bin ich Corona am meisten dankbar. Meine Söhne sind so zusammengewachsen. Die haben das Angeln zusammen angefangen. Die sind teilweise, ich habe das fotografiert, weil das glaubt mir später keiner mehr, Arm in Arm rumgelaufen. Und Homeschooling hat wirklich zum Glück super geklappt. Also das waren wilde Zeiten, aber irgendwie dann doch auch ja, Zeiten mit einer großen Erfahrung, die man hinterher mitnimmt, auf jeden Fall. So, wir haben Großes vor mit euch und mit einigen unserer Hörern, mit denen, die ganz, ganz viel Glück haben und gleich hier bei uns vielleicht durchkommen, weil, jetzt lösen wir die ganze Geschichte mal auf. Morgen in einer Woche kommen die wilden Zeiten, kommt das neue Album und am nächsten Dienstag gibt es eine Album-Vorab-Präsentation mit SWR 4 Baden-Württemberg und mit euch zusammen. Was haben wir vor? Das ist für uns ein Album, ein Titel-Hearing. Also das heißt, wir hören zusammen unsere CD an. Wir werden natürlich so lautstark dazu mitsingen und euch zu jedem Titel auch einen Hintergrund erzählen. Und jetzt muss ich mal SWR 4 echt loben. So eine geniale Idee. Ich freue mich schon wie Keks, wie Kind. Und zwar machen wir das auf dem See. Jeder bekommt ein Bötchen, ja, das habe ich schon richtig. Und wir paddeln dann umeinander rum. Somit können wir uns dann auch mal näher paddeln, aber immer noch den genügenden Sicherheitsabstand haben. Jeder bringt sein Radio mit und dann hören wir das gemeinsam auf dem Boot an. Und ich finde das total schön, aber dazu... wenn ihr die Karten gewinnen wollt, dann müsst ihr eine Frage beantworten. Wir haben uns jetzt den Kopf zerbrochen. Was fragen wir euch denn? So, jetzt Achtung, aufgepasst. Pling. Wir beide sind ja waschechte Schwaben, aber wir sind auch Mischlinge. Und unsere zweiten Wurzeln, aus welchem Land stammen die? Das ist die Frage. Und wir haben jemanden in der Leitung, der glaubt es zu wissen. Lothar Bühler aus Greichtal. Schönen guten Tag, Herr Bühler. Ja, hallo zusammen. Ja, hallo, Lothar. Von uns auch. Hi. So, dann schießen Sie mal los. Was wäre denn Ihr Angebot? Der Papa stammt aus Südtirol. Ja! Yeah. Yeah. Wir rufen alle ein großes Hallo und Sie sind am Dienstagabend mit dabei am Ilmensee in Oberschwaben. Haben Sie Dienstagabend Zeit, Herr Bühler? Ich hoffe doch. Ja, mache ich, dann mache ich mir, ja, mache ich, habe ich Zeit, ja. Ach, das ist ja schön. Und damit wir Sie erkennen, können Sie ja mit einem gelben Tuch wedeln oder so. Dann wissen wir, das ist der Lothar. Alles klar, mache ich. Also, gelbes Tuch bitte mitbringen. Und Sie sind, auch Sie sind auch seetauglich, Herr Bühler, ja? Also so ein bisschen Tretboot fahren ist für Sie kein Problem. Ja, das ist kein Problem, das passt doch. Also, dann machen wir uns auf den See mit ganz viel Sicherheitsabstand und hören da über eine Radiofrequenz dann das neue Album von Anita und Alexandra Hofmann. Dankeschön, Herr Bühler. Ich freue mich sehr, Lothar. Bis dann. Ja, und wir bringen ein Mitmachpaket mit für jedes Bötchen. Alles klar. Dankeschön. Bis dann. Okay, bis Grüße dann, und bis Dienstag. Wir sehen uns alle. Ja, dann kommen wir doch noch mal ganz kurz zu diesen süditalienischen bzw. Südtiroler Wurzeln. Wo kommen die her? Der Papa, ganz klar. Und deswegen sind auch italienische Titel auf dem neuen Album drauf. Genau. Ja, meine Schwester hasst jetzt diesen Satz, aber ich sag den trotzdem, weil ich, die Ältere und Blonde, hatte für 3 Jahre die italienische Staatsbürgerschaft. Die Betonung liegt auf hatte. Ja, genau. Ich sehe so aus. Ja, aber du hattest gar nie. Ist nicht schlimm, ich bin stolzer Schwabe. Yay. Ich gut. Auch, aber ich finde es schon geil. Und deshalb lieben wir natürlich auch die italienische Sprache. Ich finde die Wahnsinn. Also die ist, ob es überhaupt nochmal so schöne Sprache gibt. Und wir sind Gianna Nannini-Fans und singen schon seit Jahren italienische Lieder auf der Bühne. Und zum ersten Mal haben wir jetzt auch Gianna Nannini auf dem Album. Sprecht ihr auch fließend Italienisch? Essen. Ach so, essen. Ja, das kann ja jeder. Das mache ich auch gerne. Nee, jeder kann auch, das nicht. Dann bin ich auch halb Italiener, wenn es um Pizza genau. Und Pasta geht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich freue mich auf Dienstagabend. War mega. Wir haben für dich noch was gemalt. Da haben wir jetzt ganz viel in Corona-Zeiten gemalt. Das ist ein Sonnenstein. Und das haben wir für unsere Fans in die Fanbox gemalt. Und du bekommst jetzt ein ganz besonderer, wir beide im Garten gesammelt, mit Liebe geschrubbt und gemalt. Von dir gemalt, handgemalt. Ja, und Anita hat geschrubbt. Die Sonnenkinder, Anita. Nur eine kleine Bösartigkeit noch zum Ende der Sendung. Ja, sie kann es nicht lassen. So ist das unter Schwestern. Dankeschön, die Sonnenkinder. Toller Stein, werde ich mir aufheben. Und wir sehen uns am Dienstag. Und wir hören jetzt noch herrlich anders vom neuen Album Wilde Zeiten. Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön.